Ich bin der Christian Querter aus dem Muttital. Ich habe eine Frau, zwei Kinder. Ich arbeite im Winter als Zimmermann, im Sommer eben auf der Alp, Milchbühle Glottalp. Mit dem Vater schaue ich dazu 300 Rinder, 400 Schafe. Und jetzt ist eben noch dazu gekommen, seit ich die Schule gemacht habe, Musical-Darsteller. Ich muss mich jetzt dort auch noch ein bisschen finden. Eine Nachricht genügt! Und ich werde in wenigen Minuten hier sein! Okay! Man ist noch nicht einmal im Kindergarten. Hier hat man beim Geissmelken also von Jutz auf der Alp oben. Und dann noch der Theater die gesungen und gejutzt. Dann habe ich 20 Jahre gespielt, dann bin ich Ehrenmitglied geworden. Dann habe ich gedacht, ja, es wäre jetzt irgendwie noch gut, wenn man sich ein bisschen weiterbilden könnte, auch in der Stimme hauptsächlich. Und dann bin ich auf das Musical gekommen. Dann bin ich dann von der Anliegenschule zweimal in der Woche. Zuerst hat Geiss gemolken und dann noch der rausgeklüttelt auf Zürich raus und wird schon. Wir sind jetzt hier auf der Alp, zu Milchbühlen. Und jetzt geht der Vater und ich gehen mal hocken. Wenn du zur Alp bist und ums Fee herumgehst und musst die Fee kennen, die Feezelle und alles ein bisschen auswendig im Kopf mega behalten, dann hilft es natürlich dann auf der Bühne beim Auswendiglehren. Dann kannst du die Sätze nur so zack, zack, zack rauslassen. Dieser Radau soll Friede sein und mit diesen Klamotten wollte die Welt retten. Das war noch eine knifflige Sache und die Lehrer haben es auch gleich gemerkt, weil man so einen Muttitaler Dialekt hat und das ein bisschen, wie sagen Sie, kächert. Aber ich kann nicht Englisch, aber ich, ich muss wissen, was ich singe. Wegen der Aussprache und so, dort hilft mir eben meine Frau, Ramona, weil sie hat schon Auslandaufenthalt gemacht, in Australien. Und sie hilft mir eben, dass ich dort richtig Slang habe. Also Dialekt ist sicher kein Problem. Wir haben auch jemanden, der von Sachs kommt. Das ist eine leichte steinische Grenze. Wir haben Zürcher dabei, Winterthurer. Also bei uns spielt Dialekt so keine Rolle. Und der Christian, das habe ich eigentlich nie gespürt. Also, ja, er hat gesagt, er könne gut Englisch. Und da habe ich so die Songs, die er muss singen, habe ich immer mal drauf gesungen mit meinem Englisch. Und dann hat er das irgendwie kopiert und da habe ich nicht mehr gehört. Er ist einfach super auf der Bühne und ist so ein gentler Typ. Und einfach, ich finde einfach, er ist extrem professionell. Das Schöne ist eben die einfache Art, die man hat auf der Alp. Und gleich steht man auch, ja, gerne vor die Leute und macht gerne eine Freude und einen Haufen. Hat mir dann schon gefragt, wieso machst du das? Da habe ich sowieso alle geübt, da haben mich niemand gesehen und gehört. Jetzt sonst, da, wenn du so Choreografien tanzt und dann die jemand sieht, dann denke ich, was hat er? Ist nicht mehr ganz bei Trost.